Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Vegan Beauty Basket. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket ist eine Beauty Box, die vegane Produkte enthält und ich glaube sogar komplett tierversuchsfrei ist. Sie erscheint alle 2 Monate und das hier ist die September-Ausgabe, beziehungsweise für September und Oktober. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank, liebe Ina. Und ich habe auch einen Code für euch. Mit dem Code Claudi5 kannst du 5% auf die erste Box sparen und die gibt es ab 23,33 Euro, glaube ich, zu kaufen mittlerweile. Und ja, ich bin gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ein Produkt konnte man sich aussuchen. Dann geht es manchmal darum, welche Farbe möchte man haben oder welche Haarbeschaffenheit hat man oder sowas, ne? Das ist immer ganz cool. Und ja, wir schauen mal rein. Habe ich gesagt, dass ich eine Box in diesem Video verlosen darf? Ich glaube nicht. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, ich habe hier jetzt einfach schon mal den Deckel entfernt. Das hier ist das Logo von der Vegan Beauty Basket. Und wir haben hier immer dieses matt-schwarze Kartongedönsen. Und wenn man den Deckel entfernt, ist es immer so süß zusammengeschnürt, wie so ein kleines Paketchen in Butterbrotpapier. Und ich öffne hier einmal das Schleifchen. Huch. Und hier haben wir immer eine Karte mit dabei. Ich habe draufstehen, viel Freude mit der Box und ein Smiley. Und das ist tatsächlich auch von der Gründerin der Box, von der lieben Ina, gemalt worden. Also die malt die Bilder, die wir hier auch jeden Monat bekommen, selber. Und da sie echt ein Katzenfreund ist, haben wir auch ganz oft solche Katzenbilder. Und das ist total niedlich. Also die sammle ich auch tatsächlich. Hier haben wir die Produktkarte, wo die Produkte aufgeführt sind, Anwendungsinformationen und auch die Preise. Und manchmal sind da auch Gutscheincodes mit drin, also für die jeweilige Homepage, dass man, wenn man das Produkt nachkaufen möchte oder einen allgemein die Marke interessiert, man da einfach mal reinschauen kann. Es riecht ganz leicht so naturkosmetikmäßig, aber positiv, so ein bisschen kräuterig. Jetzt klappe ich mal das Butterbrotpapier auf. Oh, wie schön. Und hier haben wir dann quasi einmal den Blick, wie das aussieht, wenn die Produkte ankommen. Finde ich sehr interessant. Okay, ich starte mit dem ersten. Das finde ich ja wundervoll. Juniper Lane Wonderleaf, ein Deodorant, natürlich frisch. 99,9% natürlichen Ursprungs ohne Aluminiumsalze. Salze, ich kann nicht reden. 75 Milliliter haben wir hier drin. Das finde ich super. Ich persönlich verwende, wenn ich es in Boxen drin habe, diese Sprühdeos, ne? diese normalen in Aluminiumflaschen. Aber wenn ich sowas auch in der Box mit drin habe, freue ich mich umso mehr. Das wird auf jeden Fall auch ausprobiert. Vielen, vielen Dank, Ina, dass du so ein Produkt hier reingelegt hast. Ich habe auch das Parfum davon, das passende Parfum dazu, genau. Und dann ist es natürlich doppelt cool, ne? Wenn du dich erst mit diesem Duft einsprühst, um dich halt gegen Schweiß und sowas zu schützen. Und dann nochmal den Duft ja, auflegen kannst, um einfach noch so ein bisschen dieses Duftgefühl zu intensivieren. Mega geil. Und das ist ein ganz schöner Duft, so ein blumiger, aber nicht aufdringlicher Duft. Oh, so schön. Vielen, vielen Dank. Das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. So, dann habe ich hier etwas drin. Das freut mich auch. Barbara Hoffmann, ich habe hier so ein paar Pinsel, ne? Und das hier sind so meine High-End-Pinsel, nenne ich sie immer. Und ich habe schon 2 Pinsel hier von, oder sogar 3 von Barbara Hoffmann drin. Ne? Also ein Blendepinsel, ein Lidschattenauftragepinsel und so einen ganz festgebundenen Smudger-Pinsel. Und jetzt habe ich hier noch den Eyeliner-Augenbrauen-Pinsel dazu und mache damit meine Sammlung auch noch ein bisschen größer. Geil. Also das freut mich tierisch. Und ja, ne, das ist also ganz gute Qualität, mag ich wirklich, wirklich gerne. Und dass diese Pinsel halt so nah bei mir am Tisch auch dran stehen, spricht für die Pinsel, dass ich sie gerne mag. Und das finde ich toll. Ich als Pinselliebhaber oder Pinselfreak, je nachdem, wie man das so sehen möchte, freue mich da gerade echt mega drüber. Also geil. Zweites geiles Produkt. Dann haben wir hier etwas drin. Auch das finde ich cool. Von Ballard en Provence hatten wir schon die Solid Night Cream mal in der Box mit drin. Und jetzt haben wir hier das Pendant, die Solid Day Cream dabei. Und ja, mit Immortelle Flower. Ich weiß gerade nicht, wie die auf Deutsch heißt. Und auch das ist 100% natürlich und ja, geil. Zertifizierte Naturkosmetik, vegan, 32 Gramm. Das finde ich ziemlich cool. Riecht soweit erstmal nach nicht wirklich viel. Und es ist halt so ein Stück.
Ich halte das jetzt nicht allzu lange in den Händen, weil dann wird es natürlich durch die Körperwärme, ne? Und wenn du das dann leicht über dein Gesicht so gibst, ja, cremig. Und wird dann halt so Creme auf dem Gesicht. Finde ich sehr, sehr interessant. Mega. Also das sind schon drei schöne Produkte. Und jetzt haben wir noch zwei hier drin. Zum einen habe ich hier von Ghislaine Naturkosmetik Bio Shea Butter, 100% pur, unraffiniert, pflegt trockene Haut. Meine Herren, das können wir aktuell sehr gut gebrauchen. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Shea Butter hat nicht den allerbesten Duft, ne? Also das ist jetzt keine Duftexplosion, wenn man das so verwendet. Aber es ist, ich finde es sehr, sehr cool, dass es mit drin ist. Und ja, weil wenn ich so Schienbeine, dass die trocken sind oder hier meine Ellenbogen oder keine Ahnung, man hat, also ich habe auch wirklich super viele trockene Stellen jetzt, ne? Dadurch, dass ich dann jetzt auch wieder anfange, in diese Stiefelsaison zu kommen, das heißt, ich trage dann auch wieder kniehohe Stiefel und sowas alles und dann habe ich dann vielleicht auch eine Strumpfhose an oder so und dann können die Beine nicht so atmen, dann wird eh alles total trocken und dann kann ich mir einfach schön hier so eine Shea Butter draufhauen. Alles wird wundervoll. Die hätte ich gerne vor ein paar Wochen gehabt. Da hatte ich nämlich hier, jetzt bin ich kaum geschminkt, ne? Aber, also, die Augen schon und, ne? Aber den Hals schminke ich jetzt nicht mehr mit. Muss ich nämlich nicht mehr. Denn es ist weggegangen, mein Stress ist weggegangen. Es hat meine, also es ist alles besser geworden, ne? Beruflich, sage ich jetzt einfach mal. Und dementsprechend geht es mir auch besser, meine Haut geht es besser und das sieht man, das merke ich. Und ja, da hätte ich das aber auf jeden Fall wirklich gut gebrauchen können, denn da habe ich mir richtig krasse Fettcremes draufgehauen, weil alles nur am Brennen, am Jucken und am, keine Ahnung, Ausrasten war. Aber da wäre sowas auch gut gewesen, ne? Ja, finde ich cool. Auf jeden Fall ein Produkt, was ich sehr gut gebrauchen kann. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt, was ich mir auch ausgesucht habe. Das ist von Uoga Uoga ein Produkt und ich hoffe, dass die Farbe passt, denn das kommt auch in meinen Fullface Beauty Boxen mit rein. Pebbles and Salt, die Eyebrow Pomade in der Farbe Blond. Also wir hatten von Uoga Uoga auch schon mal ein Puder, ein Highlighter, ich glaube ein Bronzer auch mit drin, Monolidschatten. Und das hier ist jetzt wirklich eine Augenbrauenpomade, was ich so cool finde. Bin ich immer ein bisschen vorsichtig, habe ich auch ein bisschen Angst vor, muss ich gestehen, weil ich halt so Fizzle-Augenbrauen habe. Und da ist es unheimlich schwer, die richtig nachzuziehen. Aber vielleicht funktioniert es hiermit und ich habe ja auch den passenden Pinsel jetzt dazu. Mega geil. Und ja, so schaut das kleine Pöttchen aus. Hier sind 2,5 Milliliter drin. Und ja, die muss ausprobiert werden, ne? Ist auf jeden Fall, wow, schön aschig. Oh mein Gott, das könnte ein richtig krasses Farbmatch werden. Finde ich das geil. Oh mein Gott. Ja, und da konnte man sich jetzt natürlich die Farbe aussuchen, weil es halt unheimlich schwer ist, wenn, ne, man da eine falsche Farbe reinpackt, das ist super schade und das ist ja auch kein günstiges Produkt. Und dann möchte man natürlich als Boxengestalter, ne, also als Ina, in dem Sinne ja den Abonnenten auch glücklich machen. Und ich bin damit jetzt auf jeden Fall sehr glücklich gemacht worden und bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn es auch auf meinen Augenbrauen drauf ist. Also, ne, seid gespannt. Fullface Beauty Boxen von August habe ich gestern abgedreht, müsste die Tage dann auch mal geschnitten und online kommen. Geschnitten werden und online kommen, genau. Und das kommt Ende September, Fullface Beauty Boxen mit rein. Mega! Also, diese Box hat sich meiner Meinung nach für mich persönlich mega gelohnt. Wir haben dekorative Kosmetik mit dabei, wir haben Tools dabei, wir haben ein bisschen was für den Körper mit dabei und fürs Gesicht und so, ne? Es ist schon eine schöne Beauty Box und man merkt halt auch irgendwo diese Nachhaltigkeit und diese Individualität, also irgendwie, ich finde, das ist was ganz Besonderes und falls ihr auch Bock auf diese ganze Geschichte habt, schaut wie gesagt in der Infobox vorbei, da habe ich euch auch die, die Links reingesetzt zu den Produkten, dass ihr euch die nochmal anschauen könnt. Nö. Dieses Mal gibt es keinen Gutscheincode, schade. Habe ich den jetzt schon zweimal angepriesen, aber ich habe einen Gutscheincode für die Box, Claudi5, kannst du 5% sparen. Und das war es dann auch schon von mir, ja. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!